seit ich in Kilos müssen die 2,50 Meter groß sein. Aber jetzt reißt mich jetzt aus, weil ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Wenn es jetzt aktiver ist oder die einschmierst, das weiß ich nicht, schaust du nachher aus wie die Shakira. Habe ich ein Glück gehabt, dass ich gewartet habe, bis die Kalle nicht mehr Werbung machen kann. Es ist immer ganz lustig, was man so erlebt als leicht übergewichtiger Mensch, zum Beispiel in einem Flugzeug. Ihr kennt ja alle, die Charterflieger, extrem viel Platz, auch für schlanke Menschen. Und das ist schon ein paar Jährchen her, da bin ich eine Zeit lang nicht geflogen. Da haben wir gedacht, so, jetzt setze ich mich mit einem Flieger, weil ich bin zu Summersplash geflogen. Beim letzten Mal haben alle gelacht, wie gesagt, zu Summersplash geflogen. So, weil die 70er Jahre hat sich das noch gar nicht gegeben, wie du maturiert hast. Auf alle Fälle damals noch ein bisschen, noch ein bisschen stärker und ich steige halt ein in den Flieger und setze mich halt, was heißt, ich setze mich hin, ich bin da irgendwie so, hump. Jetzt sind die Flieger kleiner geworden und sieht, ich weiß nicht, will mich anschnallen, das geht nicht, ich kann mein Gurtes hin, zur Stewardess dann, ich bin erste Reihe gesessen, fußfrei, bauchfrei hat es nicht gegeben. Und ich halt dann zur Stewardess, Entschuldigung, ich glaube, mein Gurtes hin. Sie schaut mich an und schreit durch den kompletten Flieger bis ganz nach hinten. Wir brauchen da vorne eine Gurtverlängerung! Ja, sie darf ruhig applaudieren, das kann ich nicht. Den ganzen Flug in die Türkei, wo sie dann nur 2,5 Stunden sind, witzigerweise ist kein einziger Passagier hinten aufs Klo gegangen, sind alle vorne aufs Klo und dann halt immer so. Die Plane in der ersten Reihe. Da muss man immer schauen, das ist gar nicht so ein logistischer Aufwand für die Leute beim Einchecken. Ich habe nämlich einen Journalistenkollegen aus Oberösterreich, der ungefähr genauso ausschaut wie ich. Da muss man dann immer schauen, dass wir im Flieger nicht auf derselben Seite sitzen, sonst kreisen wir 3 Tage über Schwächer. Das heißt, einer rechts vorne, der andere links hinten und wenn möglich nicht gleichzeitig aus Reifen kommen. Ich habe jetzt auch schon ein Jobangebot gekriegt aus der Luftfahrtindustrie. Und zwar, ihr kennt es ja sicher, das sind Parabelflüge, wo die Schwerelosigkeit getestet wird. Das ist ja steiler Steigflug und dann Sturzflug. Die müssen auch Sprit sparen, kostet alles ein Geld. Das heißt, die Sturzflug tragen sie auch die Motoren und ich gehe einfach 4 ins Cockpit. Sturzflug ist erledigt. Ja, was gibt es noch über mich zu erzählen? Ich bin Journalistin, habe ich schon gesagt. Das heißt, ich bin ein kleiner Rechtschreibfanatiker. Ich sehe überall Fehler. Also auf einem Plakat, auf einer Presseaussendung, auf einer Speisekarte. Ich mache auf sich sofort die Rechtschreibfehler. Wenn ich wo eine Buchstabensuppe bestelle, bestehe ich darauf, dass die alphabetisch geordnet kommt. Sonst schicke ich sofort wieder zurück. Aber das Problem ist, diese Rechtschreibsucht, die steht mir jetzt zurzeit meinem Liebesleben ein bisschen im Weg, weil heutzutage als Single bewegt man sich ja sehr viel im Internet und auf so Foren und so Chatrooms. Und das Problem ist dann, und wenn sie da einer bei einem Sexchat verschreibt, sofort abgetürmt und sofort löschen. Das ist geil, das ist geil. Wir haben sicher schon einige Erfahrungen gemacht mit Internet-Dating, ist super, gell? Super. Sollte man überhaupt vorsichtig sein? Die Leute tun ja immer richtige Angaben machen dort. Es sind ja immer ganz tolle Fotos drinnen. Man sollte als Frau stutzig werden, wenn sie einer mit einem Foto von Tom Cruise anmeldet. Das könnte daneben gehen. Wir sind den dann das erste Mal live siehst, 1,50 Meter, 100 Kilo und eine Rotzbremsen. Nicht einmal in seiner schlimmsten Scientology-Zeit hat der Tom Cruise jemals so ausgeschaut. Oder wenn es dann an. Die Spitznamen sind ja immer super, ne? Wenn sie dann einer anmeldet mit dem Nickname Leider Geil. Dann siehst du ihn das erste Mal live, denkst du nicht Leider Geil, sondern Leider Nicht. Aber das ist überhaupt kein Problem, ich habe nämlich eher einen Lebensabschnittspartner schon seit 10 Jahren.
Cirque, der ist bekannt. Er ist sehr genügsam. Teilt sie mit mir mal 56 Quadratmeter Wohnung. Eigentlich teilt er sie mit mir nur als Nachkasterl. Dort wohnt er nämlich drinnen. Für alle, die es noch nicht checkt haben, der brummt auch manchmal. Jetzt ist er da vorne aufgekommen. Er heißt Ramirez. Ramirez Leb. Nee, er hat nur die Zettel wegen der Bombenförderung. Alles offiziell. Alles geht, steigt es uns gleich drauf. Nicht nur Haustiere sind anzumelden. Der Ramirez, der schreibt sie mit drei M. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie so ein Kubik angeht bei einer Vespa oder Pace angeht bei einem Auto. Je mehr M, desto mehr M. Ja, der Ramirez ist halt im Zeitalter, wo die Batterien immer teurer werden, ist halt ein bisschen schon kostenaufwendig. Ich habe jetzt da auch schon einige Lösungsvorschläge dafür in unserer Redaktion gesammelt. Unser Fotograf, der Lexi, leider nicht mehr da, der will umrüsten mit einem Rosenmähermotor. Mit Kickstarter, ja. Auf jeden Fall wäre es kein Kick, sondern ein... Es ist ein Kinderwagen. Und wie gesagt, also der Ramirez ist sehr bekannt, man merkt. Und ein Freund von mir hat mich dann einmal gefragt, wie schaut der Ramirez eigentlich aus? Also jetzt nicht von der Form her, das hat er sich ungefähr vorstellen können. Ich sage, der ist so rosarot. Daraufhin hat er mich angeschaut, völlig empört. Das ist gleich schwul wie Brattor. Ich bin mir angeschaut, so Gedanke, jetzt hast du mir die letzte Freude im Leben auch ganz super nett von dir, ganz super. Wenn ich jetzt aber Abhilfe schaffen, hab schon einen Brief an die Gerti Sänger formuliert, Hilfe, mein Vibrator ist schwul. Dankeschön.